Jetzt in Kripo Live. Raubüberfall auf einen Supermarkt in Magdeburg. Der Täter droht mit einem Vorschlaghammer, zwingt die Angestellten zur Herausgabe der Tageseinnahmen. Dann bricht er ein weiteres Wertfach auf. In diesem und weiteren Fällen bittet die Polizei jetzt um ihre Mithilfe. Sonntag, der 12. Mai, hier ist Kripo Live. Guten Abend. Am Freitagmittag hat ein Mann in Lengenfeld bei Zwickau gegen 13.25 Uhr einen 11-jährigen Jungen angesprochen und dann in sein Auto gezogen. Die Tat ereignete sich in der Hauptstraße vor dem Grundstück mit der Nummer 17. Das Kind konnte sich jedoch befreien und lief zu seinen Eltern. Jetzt fahndet die Polizei wegen Freiheitsberaubung nach dem Fahrer eines hellroten Pkw. Der Mann ist untersetzt und hat gegelte Haare. Wenn Sie das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, informieren Sie bitte jetzt die Kripo Zwickau. Telefonnummer 0375 428 4480. Bereits vor gut 4 Wochen hat ein unbekannter Mann in Mülsen im Landkreis Zwickau eine 13-jährige Schülerin in seinen Kleintransporter gezerrt. Das Mädchen konnte jedoch fliehen. Die Täterbeschreibungen in den beiden Fällen stimmen nicht überein. Auch bei unserer nächsten Öffentlichkeitsfahndung bittet nochmal die Polizei aus Zwickau um ihre Unterstützung. Es geht um den Straftatbestand versuchter Mord und um einen schwer verletzten Mann. Neben diesen wenigen Fakten ist jedoch bei dem Verbrechen noch vieles ungeklärt. Wir zeigen Ihnen, was die Ermittler inzwischen herausgefunden haben und vielleicht können Sie dann mit den entscheidenden Hinweisen weiterhelfen. Samstag, 30. März 2019, später Abend. In Zwickau spazieren 2 Männer durch eine Grünanlage. Sie unterhalten sich, trinken Alkohol. Doch nur kurze Zeit später ist alles anders. Einer der beiden Männer liegt blutend neben einer Parkbank. Gegen 1.20 Uhr entdecken 2 Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma den Mann. Er hat eine schwere Verletzung am Oberkörper und ist nicht ansprechbar. Die Security-Männer rufen Polizei und Krankenwagen. Was ist hier geschehen? Der Tatort befindet sich im Zwickauer Stadtteil Neuplanitz in der Zahnstatter Straße. Originalfotos der Polizei. Blutspuren auf einer Parkbank, daneben eine Blutlache. Der Schwerverletzte wird im Krankenhaus behandelt. Er ist nicht vernehmungsfähig. Erst Tage später kommt er wieder zu Bewusstsein. Doch auch dann gestalten sich die Ermittlungen schwierig. Der 33-Jährige gab dann in einer späteren Vernehmung an, dass er am Abend vorher viel Alkohol konsumiert hatte. Und aufgrund dessen hatte er an den Abend und an die Tat selber keine Erinnerung mehr. Ein Anhaltspunkt ist der Begleiter, von dem der 33-Jährige in seiner Vernehmung erzählt. Um wen es sich dabei handelt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Er gilt als tatverdächtig. Die Auffindesituation und die Verletzungen am 33-Jährigen lassen die Ermittler von einem versuchten Tötungsdelikt ausgehen. Da der 33-Jährige aufgrund seiner hohen Alkoholisierung sich in einem wehrlosen Zustand befunden hat, wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Gerieten die Männer in Streit? Traf der 33-Jährige noch jemand anderen? Die Ermittler erhoffen sich neue Erkenntnisse von weiteren Zeugen. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes haben noch angegeben, dass sie in der Nähe des Tatortes 2 Personen gesehen haben, die als Augenzeugen jetzt in Frage kommen. Außerdem sind in der Tatortnähe eine Gartenanlage und die Endstation einer Straßenbahn. Deswegen ist davon auszugehen, dass vielleicht mehrere Leute am Tatabend dort in der Nähe waren und könnten noch Aussagen machen. Dem 33-jährigen Opfer geht es inzwischen wieder gut. Er wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Gesucht werden jetzt also Zeugen, die an dem fraglichen Abend in Zwickau-Neuplanitz etwas gesehen haben, das mit dem Verbrechen in Verbindung stehen könnte. Tatzeit war die Nacht vom 30. auf den 31. März, also von Sonnabend auf Sonntag gegen 1 Uhr. Der verletzte Mann wurde am Wendehammer in der Zahnstader Straße aufgefunden. Ihre Hinweise bitte an die Kripo Zwickau, Telefonnummer 0375 428 4480. Ottersleben war einmal das größte Dorf der DDR, bevor es als Stadtteil von Magdeburg eingemeindet wurde. Genau dort hat ein maskierter Mann einen Supermarkt überfallen und mehrere tausend Euro erbeutet. Der Täter war auch bewaffnet mit einem Vorschlaghammer. Ottersleben bei Magdeburg, 23. Februar 2019.
Ein Mann bricht durch ein vergittertes Fenster in einen Pennymarkt ein. Der Einbrecher versteckt sich bis Ladenschluss in den Büroräumen des Gebäudes. Kurz nach 20 Uhr lauert er zwei Mitarbeitern auf. Als sich die 23 und 30 Jahre alten Mitarbeiter des Supermarktes kurz nach Ladenschluss gegen 20.05 Uhr in den Bürotrakt begaben, trat ihnen der maskierte Tatverdächtige mit einem Vorschlaghammer entgegen. Er bedrohte die Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Überwachungskameras in dem Supermarkt zeigen, wie der Täter mit den beiden Mitarbeitern durch die Verkaufshalle läuft. Sie gehen zu dem Raum, in dem sich die Tresore mit den Tageseinnahmen des Discounters befinden. Aus Angst vor körperlichen Übergriffen wurde dem Unbekannten das in einem Tresor befindliche Bargeld übergeben. Einen weiteren Betrag entwendete der Täter selbst aus einem zweiten innenliegenden Tresor. Mit einem Vorschlaghammer zerstört der Räuber den zweiten Tresor. Die Mitarbeiter können in diesem Moment nichts mehr ausrichten. Mit über 10.000 Euro flüchtet der Täter aus dem Supermarkt über den gleichen Weg, wie er in das Gebäude eingedrungen ist. Die Polizei sichert noch in der Nacht erste Spuren. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Fährtensuchhundes führen jedoch zu keinem Ergebnis. Der Pennymarkt in Ottersleben befindet sich an der Halberstädter Chaussee. Nach bisherigen Ermittlungen flüchtete der Täter wahrscheinlich über ein angrenzendes Firmengelände einer Spezialbaufirma in unbekannte Richtung. Der Überfall ähnelt einem Supermarktraub aus dem Jahr 2018. Die Polizei ist sich sicher. Es handelt sich um den gleichen Täter. Der Tatverdächtige steht im Verdacht, am 15. März 2018 einen Supermarkt in Niederndodenleben in der Magdeburger Straße überfallen und die Herausgabe von Bargeld erpresst zu haben. Zum damaligen Zeitpunkt kam es zur gleichen Vorgehensweise. Bei dem Überfall im März 2018 ist der Nettomarkt in Niederndodenleben das Ziel. Der Täter ging genauso vor wie in Ottersleben. Auch hier wurde die Filiale gegen 20 Uhr geschlossen. Kurz nach Ladenschluss erschien eine maskierte männliche Person während der Bürotätigkeit der Mitarbeiter im Büro und verlangte unter Vorhalten einer Metallstange in Richtung der Angestellten die Öffnung des Tresors. Auch nach dieser Tat flüchtet der Täter mit mehreren tausend Euro durch ein Fenster aus dem Markt in unbekannte Richtung. Der Täter hat zwar versucht, sich mit einer Sturmhaube unkenntlich zu machen, aber vielleicht haben Sie dennoch einen Verdacht, um wen es sich handeln könnte. Der Mann ist etwa 1,85 groß und schlank. Bei dem Überfall in Ottersleben trug er eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke mit weißem Logo im Brustbereich links und graue Schuhe. Es ermittelt die Kripo Magdeburg, Telefonnummer 0391 546 5196. Wenn Sie am Bankautomaten Geld holen wollen, das Gerät jedoch nach Eingabe von Karte und PIN keine Scheine ausgibt, dann ist die Maschine möglicherweise kaputt, das kann ja sein. Oder aber Straftäter haben sich daran zu schaffen gemacht. Cash-Trapping heißt eine solche Diebstahlsvariante. Wir zeigen Ihnen, wie die funktioniert und wie Sie in einer solchen Situation reagieren sollten. Altenpfleger Philipp Krüger will nach seinem Dienst am 20. März 2019 bei der Stadtsparkasse Magdeburg Geld abheben. Wie immer gibt er am Automaten die erforderlichen Daten ein. Der Vorgang wird sicht- und hörbar bearbeitet, doch das Ausgabefach öffnet sich nicht. Ich habe dann angefangen, die Automaten zu vergleichen, weil ich nach dem Auszahlvorgang, den ich in Bearbeitung gegeben habe, einen Schritt zurück gegangen bin, habe dann natürlich gesehen von Weitem, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Philipp Krüger ist ein Opfer von Cash-Trapping, zu Deutsch Bargeldfalle. Diese Überwachungskamerabilder zeigen eine solche Tat. Auf einer Schiene ist doppelseitiges Klebeband angebracht. Diese Schiene setzt der Täter vor den eigentlichen Geldschacht. Dadurch wird das Geld nicht ausgeworfen. Die Täter beobachten die Kunden und spekulieren darauf, dass sie tatenlos die Bank verlassen.
Dann demontieren sie die präparierte Schiene und stecken das Geld ein. Also als ich festgestellt habe, dass dieses Geld nicht aus diesem Automaten herauskommt, wollte ich natürlich erst mal wissen, ist mein Geld abgebucht oder nicht. Und bin dann an den daneben stehenden Terminal-Automaten gegangen und habe dort über dieses Terminal eben meinen Kontostand überprüft und festgestellt, dass das Geld abgebucht wurde. Der 25-Jährige handelt richtig, bleibt am Automaten stehen und ruft die Polizei. Dann sorgte die Polizei dafür, dass diese Klappe mittels Gewalt entnommen wurde. Ja, dort hinter war doppelseitiges Klebeband sozusagen in diese Klappe mit eingearbeitet und meine 50 Euro. Kunden in Magdeburg, die ohne Geld die Bank verließen, sind von der Sparkasse entschädigt worden. Auch in Halle kam es Anfang März mindestens zu 5 Fällen von Cash-Trapping. Hier Bilder der Polizei während der Ermittlungsarbeiten in der Sparkasse am Steinweg. Eine Geschädigte machte in dieser Filiale ein Foto des präparierten Ausgabeschachtes. Darauf wird deutlich, die Manipulation ist nur schwer zu erkennen. Zu diesem Thema ist jetzt Polizeikommissarin Heidi Winter bei KripoLive. Guten Abend. Guten Abend. Frau Winter, ist diese Betrugsmasche eigentlich inzwischen sehr weit verbreitet? Neu ist die Masche nicht. Derzeitig gibt es aber in einigen Bundesländern erhöhte Fallzahlen. Cash-Trapping ist ein weiterer Versuch, Krimineller schnell und mit wenig Aufwand an Geld zu gelangen. Mhm. Zum früheren Skimming kann man jetzt sagen. Also Skimming ist nur kurze Erklärung, wenn man Geldautomaten so manipuliert, dass man Kartendaten auslesen kann, ist zwischenzeitlich deutlich zurückgegangen. Es könnte auch damit zusammenhängen, dass die Banken natürlich auch ihre Automaten nachgerüstet haben. Wir haben hier auf dem Foto mal Bilder von einem manipulierten Automaten. Worauf muss ich denn achten oder wie kann ich prüfen, ob an einem Gerät irgendwas vorgenommen wurde? Wichtig ist generell vor dem Abhebevorgang den Automaten genau anzusehen. Und dann kann man hier ganz gut erkennen, dass diese Kanten viel, ja, nicht abgerundet sind. Und diese Blende, die hier vor diesen Ausgabeschlitz, der sich ja hier im Original befindet, hier die Manipulation viel weiter vorne befindet. Das kann man auch mit bloßem Auge sehen. Ansonsten ist es noch wichtig, dass man schaut, wer sich noch im Nahbereich aufhält. Sind Personen da, die mich beobachten bei dem Abhebevorgang? Und die Banken selbst haben natürlich ihre Automaten auch ständig modernisiert, sodass jetzt bei Geldautomaten neuerer Generation es kaum noch möglich ist, Cash-Trapping zu betreiben. Warum ist es eigentlich so schwierig, die Täter zu ermitteln? Denn die meisten Banken sind ja doch mit Überwachungstechnik ausgerüstet. Viele Kunden bekommen kein Geld von dem Automaten, verlassen dann aber die Bank und geben so den Dieben die Chance, das Geld zu erbeuten. Erst Stunden oder auch Tage später sehen Sie dann auf den Kontoauszügen, dass wirklich Geld abgebucht wurde. Dieser zeitliche Verzug erschwert natürlich dann die Ermittlungen und beispielsweise Videoaufzeichnungen können dann nicht mehr gesichert werden. Der Geschädigte in unserem Beitrag, der hat sich ja, denke ich, ganz richtig verhalten. Was muss man denn Kunden überhaupt raten, wenn plötzlich kein Geld ausgespuckt wird? Wir raten, wenn kein Geld aus dem Automat herauskommt, obwohl man vorher das Geräusch der Zählmaschine gehört hat, soll man auf jeden Fall die Polizei oder auch die Bank verständigen. Das ist für uns besonders wichtig, weil wir dann als Polizei sofort agieren können und Spuren, die sich an dem Automaten oder aber auch im Nahbereich noch befinden, können wir dann sichern, zum Beispiel auch die Videoaufzeichnung. Vielen Dank für diese Information, Polizeikommissarin Heidi Winter. Sehr gerne. Danke. Und jetzt bittet die Thüringer Polizei um ihre Unterstützung. KripoLive kompakt. Betrug. Wer kennt diesen Mann? Er steht im Verdacht, sein Auto mehrfach getankt zu haben, ohne zu zahlen. Am 17. Februar 2019 tankt der Unbekannte in Bad Frankenhausen an einer Tankstelle, ohne die Rechnung zu begleichen. Doch auch an einer anderen Tankstelle in Greußen und Artern zahlt der Mann nicht. Die an dem Opel Astra angebrachten Kennzeichen sind gestohlen und gehören nicht zum Fahrzeug. Auffällig an dem Mann ist ein weißer Tunnel, den er im rechten Ohr trägt. Wenn Sie den Mann erkennen, wenden Sie sich bitte an die Polizei Sondershausen unter der Telefonnummer 03632 6610. Diebstahl. Die Polizei sucht dieses Quad der Marke Yamaha. Das Fahrzeug wurde zwischen Donnerstag, dem 7. und Freitag, dem 8. Februar 2019 aus einer Garage
auf der Rinne in Heiligenstadt gestohlen. Das Fahrzeug hat einen Wert von ca. 9.000 Euro. Bei dem Quad handelt es sich um eine Yamaha YF-M700R mit dem amtlichen Kennzeichen HIG-AS-777. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs erbittet die Kripo Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606-6510. Am Freitag hat die Kripo Coburg bekannt gegeben, wieder aktiv in einem Mordfall ermitteln zu wollen, der sich bereits 2006 ereignete. Auch Kripo Live hat damals über das Verbrechen in Mitwitz nahe der Landesgrenze zu Thüringen berichtet. Der Geschäftsführer eines Supermarktes wurde mit zahlreichen Messerstichen ermordet. Norbert Ottinger wurde auf grausame Weise getötet. Der damals 61-Jährige fiel einem brutalen Verbrechen zum Opfer, das auch 12,5 Jahre nach der Tat noch ungeklärt ist. Bis heute hat niemand in der beschaulichen Gemeinde Mitwitz vergessen, was damals hier in einem Lebensmittelmarkt am Rande des Ortes geschehen ist. Der Täter ist bis heute unbekannt. Nun nehmen Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wieder auf. Das wurde am Freitag dieser Woche auf einer Pressekonferenz verkündet. Der Fall hat die Kripo Coburg und natürlich auch die Staatsanwaltschaft nie in Ruhe gelassen. Wir haben jetzt aufgrund neuer forensischer Möglichkeiten den Fall wieder aufgerollt und sehen auch nach einem gewissen Zeitablauf uns auch in der Pflicht, ungeklärte Fälle uns nochmals genauer anzuschauen. Der Tatort liegt im oberfränkischen Mitwitz, nur wenige Kilometer von der Thüringer Landesgrenze entfernt. Es ist der 13. November 2006. Im Lebensmittelmarkt ist Ladenschluss. Doch wie so oft arbeitet Geschäftsführer Norbert Ottinger noch länger alleine im Büro des Marktes weiter. Möglicherweise hat er dabei irgendwann merkwürdige Geräusche gehört. Vermutet einen Eindringling im Markt. Norbert Ottinger bewaffnet sich mit einem Softballschläger und will nachsehen, woher die Geräusche kommen. So oder ähnlich könnte es gewesen sein. Der genaue Tatablauf ist bis heute unklar. Sicher ist nur, der 61-Jährige trifft im Markt auf einen Unbekannten und die Situation eskaliert. Es spricht einiges für die Tat eines Täters, der von vornherein in diesen Markt gegangen ist, mit der Absicht, gegebenenfalls auch den Marktinhaber zu töten, um dann eben an die Bareinnahmen aus dem Tresor zu kommen. Es ist aber genauso denkbar, dass dem Täter die Anwesenheit dieses Marktinhabers zunächst überhaupt nicht bekannt gewesen ist. Norbert Ottinger wird niedergeschlagen und ist in der Folge wahrscheinlich ohnmächtig. Der Unbekannte macht sich am Tresor zu schaffen. Vermutlich kommt der schwer verletzte Marktinhaber irgendwann wieder zu sich. Der Täter reagiert mit äußerster Brutalität. Mit Messern aus dem Küchentrakt des Marktes sticht er nun auf sein Opfer ein. Mehrfach und so stark, dass die Klingen abbrechen. Dann flüchtet der Unbekannte mit über 30.000 Euro. Die Polizei sichert 2006 umfangreich Spuren am Tatort. Doch die Ermittlungen damals bleiben ohne Ergebnis. 2006 sind über 700 Spuren gesichert worden. Es sind auch über 400 Hinweisspuren eingegangen. Diese Spuren haben wir einer erneuten Bewertung unterzogen, um hieraus dann neue Ermittlungsschritte zu generieren. Derzeit werden die damals gesicherten DNA-Spuren erneut mit jetzigen wissenschaftlichen Methoden untersucht. Außerdem ist ein weiterer Speicheltest geplant, diesmal von Männern aus Mitwitz und Umgebung, die zur Tatzeit noch nicht volljährig waren. Man ging damals von einem Täter zwischen 18 und 45 Jahren aus. Wir können nicht ausschließen, dass es eventuell auch ein jüngerer Mann gewesen ist, der zwischen 16 und 18 Jahren etwa alt war. Die Fahndung nach dem Täter, jetzt in Kripo Live.
Die Polizei bittet Zeugen, die am Tattag am Edeka-Markt Ottinger etwas beobachtet haben, sich zu melden. Dieser Softballschläger des Getöteten ist bis heute verschwunden. Vielleicht hat ihn der Täter an sich genommen. Ebenso wie diese Kasseneinsätze. Auffällig dabei, an der rechten Seite steht jeweils der Name der Kassiererin. Es ermittelt die Kripo Coburg. Telefonnummer 09561 645 640. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens führen, ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. In Dresden wurde ein junger Mann von einem Gewaltstraftäter unvermittelt bedroht und geschlagen. Warum es überhaupt zu diesem Übergriff kam, kann derzeit nur vermutet werden. Aber vielleicht können Sie ja weiterhelfen. Sekunden der Angst. Die Dresdner Kriminalpolizei ermittelt hier wegen Bedrohung und Körperverletzung. Der Täter hat das Opfer mit einem Messer bedroht, hat ihm zudem geschlagen. Der 22-Jährige ist auch verletzt worden und damit sind die Tatbestände ganz klar erfüllt. Donnerstag, 25. April 2019. An diesem Nachmittag ist ein 22-jähriger Afghane in Dresden unterwegs. Er fährt mit der Straßenbahn Nummer 7 in Richtung Dresden-Gorbitz. Gegen 16.50 Uhr steigt der 22-Jährige an der Haltestelle Schlehenstraße wieder aus. Er bemerkt zunächst nicht, dass ihm ein kräftiger Mann folgt. Kurz darauf wird er von dem Verfolger angegriffen. Das Motiv des Angreifers liegt gegenwärtig im Dunkeln. Der Täter hat unvermittelt agiert. Er hat keine Geldforderung gestellt. Er hat auch in der Form keine anderen Aussagen getroffen. Dementsprechend können wir über das Motiv aktuell nur mutmaßen. Was man natürlich sagen muss, aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen 22-jährigen afghanischen Staatsbürger handelt, nehmen wir natürlich auch eine politisch motivierte Straftat in den Blick. Wir ermitteln auch in diese Richtung. Abschließend bewerten können wir es gegenwärtig aber nicht. Nach einiger Zeit lässt der Täter von seinem Opfer ab und flüchtet in unbekannte Richtung. Unmittelbar nach dem Angriff sucht die herbeigerufene Polizei noch die Umgebung nach dem Mann ab. Ohne Erfolg. Nach den bisherigen Ermittlungen gehen wir davon aus, dass der Täter gemeinsam mit dem Opfer in der Straßenbahn unterwegs war. Auch er hat die Linie 7 genutzt. Auch er ist an der Schlehenstraße ausgestiegen, kurz vor der Tat. Wir haben natürlich daraufhin die Videoaufnahmen der Straßenbahn gesichert. Aus denen gehen aber die Personen nicht hervor. Wir haben keine Bilder von den Beteiligten vorliegen. Dementsprechend ist hier ein Ansatz für die Kriminalpolizei nicht vorhanden. Der 22-Jährige wird glücklicherweise nur leicht verletzt. Der junge Mann kann sich den Angriff auch nicht erklären. Die Polizei hofft auf Zeugen. Möglicherweise hat jemand die Tat beobachtet. Wenn das der Fall ist, ist die Bitte, sich sofort an die Polizei zu wenden. Wir werden diesem Hinweis nachgehen. Letztendlich kann das zur Ergreifung des Täters führen. Und hier die Fragen an Sie. Haben Sie etwas im Zusammenhang mit dieser Straftat beobachtet? Oder wissen Sie vielleicht, wer der Täter sein könnte? Der gesuchte Mann ist 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 groß und hat eine Glatze mit einem leichten Irokesenansatz. Zur Tatzeit am 25. April trug er eine kurze karierte Hose sowie ein schwarzes Achselshirt. Hinweise bitte an die Kripo Dresden, Telefonnummer 0351 483 2233. Vielleicht gelingt es ja auch heute wieder, durch Ihre Hinweise Verbrechen aufzuklären und Straftäter zu ermitteln. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum kommenden Sonntag bei einer neuen Ausgabe von Kripo Live.